Tolle Designermöbel, die vielleicht auch noch bezahlbar sind und die in Deutschland gefertigt werden. Sie denken, das geht nicht, doch es geht mit der Marke Paul Lindberg. Wir haben in 4 Filmen einen der Möbelmanufakturen besucht, die die Bank Paul Lindberg Kim fertigen und zeigen dort die Experten, die mit hoher Handwerkskunst die Bank fertigen. In diesem Film, dem ersten von 4, werdet ihr den Zuschnitt kennenlernen. Film ab! Ich bin der Peter und wir befinden uns hier in der Abteilung Zuschnitt. Ich heiße Petra Küblowal und arbeite jetzt 11 Jahre hier. Wir sind hier in einer Manufaktur. Wir verarbeiten hier Leder in verschiedenen Qualitäten, Mikrofaser und Stoff. Ich schneide alle Sachen, was man mit der Schablone schneidet. Ja, das ist Handarbeit. Ich liebe Leder, weil es ein natürliches Material ist mit einem tollen Griff und angenehmer Geruch. Bei uns hier arbeiten eigentlich ausschließlich Spezialisten, die mit viel Liebe zum Detail und hoher Handwerkskunst ihr Produkt fertigen. Ich finde es toll, wie das dann halt nachher aussieht, dass nicht eure Bank oder eure Garnitur aussieht wie die andere. Immer ein bisschen anders, weil es halt auch Naturmerkmale drin hat. Narbe oder sonst irgendwas. Leder aus China gibt es bei uns überhaupt nicht. Alles, was wir hier verarbeiten, ist regional. Wir haben sogar einen Nachbar, der als einer der modernsten Gerber Europas gilt. Und das Leder überzeugt halt durch einen fantastischen Griff, einen angenehmen Geruch. Also so, wo man sich gern draufsetzt einfach. Stoff, Alcantara, Bildsehm. Wird genauso geschnitten wie Leder. Bei Stoff ist es manchmal auch musterpassend. Oder muss halt alles in die gleiche Richtung laufen, was jetzt bei Leder nicht sein muss. Wir produzieren in jeder Höhe, Breite, Tiefe. Wer möchte, kann sein Familienlogo eingestickt bekommen, er kann es perforiert bekommen. Also wir sind die Individualisten unter den Herstellern. Den Stoff haben wir letzte Woche verarbeitet. Da haben wir auch eine 122er Bank gemacht. Und da wird die Sitzfläche in dem Stoff gemacht und der Rücken wird in so Velourleder gemacht. Und das hat ganz super ausgesehen. Leder ist nicht gleich Leder. Man muss da wirklich unterscheiden zwischen Leder, das zugespritzt ist, mit sehr viel Farbe, damit die Fehler kaschiert sind, damit es pflegeleicht ist und lichtecht. Aber wenn man wirklich ein schönes Leder möchte, mit einem weichen Griff, dann muss man einfach auch ein bisschen mehr Geld ausgeben und dann hat man auch mehr Freude. Und bei uns hier, da gibt es das tolle Leder. Ich denke, dass man das bestimmt auch schon am Einkauf merkt und das merkt man auch schon, wenn man das zuschneidet oder wenn man hinfasst, ob das jetzt ein gutes Material ist oder nicht. Wir haben ein Leder im Programm, das 133 verschiedene Farben hat und da sollte eigentlich jeder Wunsch erfüllt werden. Wir verarbeiten hier sehr hochwertige Materialien. Das fängt an beim Gestell aus Massivholz, geht weiter über Kissenfüllungen aus End- und Ganzfedern, setzt sich fort im Leder, das naturbelassen ist. Und das unterscheidet uns vom Wettbewerb. Nee, langweilig wird ja das nicht, weil es ist eigentlich schon jeden Tag, es sind andere Stoffe, es ist anderes Leder, es ist ein anderes Modell. Ja, also ich mache es gern, sonst hätte ich es bestimmt nicht fast 40 Jahre gemacht. Also ich bin echt stolz hier zu arbeiten, weil wir solche tolle Produkte herstellen.